schlimmer vermasseln können. Warum hast du es denn nicht selbst gemacht? Wir müssen sie töten, Karl. Sie haben eins zu uns gehört. Wir müssen verhandeln. Mit Erpressern verhandelt man nicht. Deine Mutter war ganz anders. Außerdem habe ich hier das Sagen. Wir machen uns bereit. Und wir geben Joe diese Scheißkristalle. Feige Ratte. Ich weiß, was du denkst, aber wir müssen auf ihn hören, Herman. Für den Bazar. Nur für den Bazar. Sophie. Ganz ruhig, Herman. Er hat Barney gerettet. Schon vergessen? Interessanter Typ, dein kleiner Bruder. Ihr seid wohl nicht gut klargekommen, hm? Sagen wir lieber, auf den ersten Blick ist was anderes. Barney hat seine Schattenseiten. Aber er ist auch unglaublich loyal. Und Old Villador hat so viele Sorgen, dass ich eben Leute brauche, denen man vertrauen kann. Was sind das denn für Sorgen? Du bist ein kleiner Naseweis, Aiden, was? Frag einfach. Was willst du wissen? Nach dem Mord am Commander hat sich euer Verhältnis mit den Peacekeepern also verschlechtert. Das ist noch untertrieben. Genauer gesagt, alles ist schiefgelaufen. Aber Lucas hatte den Tod verdient. Seit der Pest gab es nichts, was den Leuten hier so geschadet hat wie er. Auf seinen Befehl übernahmen die Peacekeeper das Windrad. Für ihr eigenes Wohl. Sie greifen sich einen Großteil unseres Essens ab. Und unser Wasser. Und für welche Gegenleistung? Schutz? Beschützen kann ich uns selber. Das habe ich schon seit meiner Kindheit gemacht. Warum ist Barney abgehauen? Kristalle sind wertvoll. Wir brauchen sie für eine Transaktion. Und du kannst uns jetzt helfen. Wie bei Barney? Birdie? Wie Hilfe hat sich das nicht angefühlt? Barney bekam einen Schock, als er das mit Birdie erfuhr. Deshalb ist er vor dir abgehauen. Er will nur das Beste für den Bazar, Aiden. Er denkt, er beschützt uns alle. Er ist eigentlich noch ein Kind. Er war noch recht jung, als unsere Mutter starb. Aber auch vorher schon, als er klein war, waren wir eigentlich immer alleine. Jetzt ist er erwachsen und braucht niemanden mehr. Je mehr er anderen helfen will, desto mehr tut er sich selber weh. Dieser Streit mit Karl, worum ging es da? Sagen wir einfach, der Tod des PK-Kommandos hat unsere Probleme noch verschlimmert. Sieh dich um, Aiden. Was siehst du? Etwas, wovon die Leute außerhalb der Mauer nur träumen können. Am Ende des Monats werden all diese Leute tot sein. Warum? Weil unsere Wasservorräte in Kürze aufgebraucht sein werden. Vor 2 Wochen haben ein Gauner namens Joe und sein Kumpel Jack mit ihrer Gang den einzigen Wasserturm in der Gegend übernommen. Vor kurzem lebten sie noch im Bazar, aber Karl warf sie wegen ihrer Mauscheleien raus. Deshalb wollen sie sich rächen. Sie haben den Turm vermint und wollen ihn hochjagen, wenn sie nicht jede Woche Schutzgeld kriegen. In Form von Medizin, Essen und Kristallen. Und all diese Leute sind komplett ahnungslos? Was die Wasserknappheit angeht, ja. Ich wollte es ihnen sagen, aber Karl hatte Angst, es würde eine Panik auslösen. Er wandte sich lieber an die PKs, kam aber natürlich mit leeren Händen zurück. Die helfen nur sich selber, nicht uns. Dass Joe den Turm eingenommen hat und Schutzgeld verlangt, ist denen egal. Meine Mutter sagte immer, mit Erpressern verhandelt man nicht, als sie hier noch das Sagen hatte. Also bevor Karl die Macht ergriff. Sie lenkte den Bazar mit eiserner Faust. Karl gehorchte ihr. Aber nach ihrem Tod wurde er arrogant und großspurig. Wollte deine Mutter nicht, dass du ihr nachfolgst? Ich weiß, was sie für ihr Volk wollte. Gemeinschaft und Freiheit. So sagte sie es immer. Was sie für mich wollte, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob ich für sie überhaupt existierte. Sie war eine große Führerin, aber eine grottige Mutter. Was hast du vor? Ich werde tun, was ich tun muss. Ich habe versprochen, Karl zu helfen. Solange er das Sagen hat, bekommen Jack und Joe ihr Schutzgeld. Und sie werden immer mehr aus uns rausquetschen. Und so weiter und so weiter. Die Sicherheit meiner Leute ist das Wichtigste. Du hast bewiesen, dass man dir vertrauen kann. Daher möchte ich dich um Hilfe bitten. Karl glaubt, Joe würde sich an die Abmachung halten, dass er uns Zugang zu dem Wasser geben wird. Aber ich bin da skeptisch. Ich muss Leute losschicken, damit sie mit den Banditen verhandeln. Und ich will Überraschungen vermeiden. Karl ist mit unseren Leuten schon unterwegs zu dem Ort, wo der Deal über die Bühne gehen wird. Sorg bitte dafür, dass alles glatt läuft. Ich soll sie bewachen. Ja,
Aber sei diskret und halte Abstand. Wollt ihr ohne Abendessen ins Bett? Abendessen. Okay, hier bin ich. Sehr witzig. Geh mir aus dem Weg. Entspann dich. Oh, ich würde mich entspannen, wenn ich statt eines verdammten Komikers meine Söhne gefunden hätte. Kannst du deine Kinder nicht finden? Sie sind vor einer Weile zum Spielen raus und noch nicht zurück. Normalerweise kommen sie sofort, wenn ich sie rufe. Jungs, das Spiel ist vorbei. Kommt raus. Mo? Scott? Hört ihr schlecht? Scott! Wo bist du? Das ist nicht witzig! Wann hast du sie zuletzt gesehen? Mein Gott, schon ein paar Stunden her. Normalerweise wären sie jetzt zurück, aber ich habe überall gesucht. Glaubst du, dass ihnen etwas passiert ist? Vielleicht hast du sie gesehen. Mo ist 13, Scotty ist 16. Nein, aber Jungs in dem Alter reißen schon mal aus. Nein, nein. Nicht meine Jungs. Sie sagen mir immer, wohin sie gehen und wann sie zurückkommen. Diesmal war es nicht anders, aber ich habe bald Geburtstag. Das wäre typisch für sie, sich in Schwierigkeiten zu bringen, weil sie eine Überraschung planen. Ich würde sterben. Verstehst du mich? Wenn ihnen was zustößt, dann... Okay, ich kann versuchen, sie zu finden. Als Pilger habe ich viele Spuren verfolgt. Was? Ein Pilger? Du hast Glück, dass es hier um meine Kinder geht. Ich weiß, welche Art Menschen zu Pilgern werden. Ansonsten würde ich nichts mit dir zu tun haben wollen. Ich möchte nur helfen. Wo soll ich zuerst suchen? Genau hier. Manchmal spielen sie an der Kirche mit so einem dreckigen kleinen Jungen. Ich schau mal nach. Du bleibst hier und wartest. Wenn er doch nur ein Einzelkind. Dann wäre ich nur halb so besorgt. Hey, hast du Barney tatsächlich aus der Dark Zone rausgeholt? Wow! Hey, verschwinde! Ich habe nie geglaubt, dass die Night Runner echt sind. Bloß mehr. Du, verkaufst du Wasser? Ich zahle einen halben Kristall pro Gallone. Ist diese Stadt nicht schön, Pilger? Auf eine hoffnungslose Weise schön? Toll. Ich muss den Kids sagen, dass es nichts zu weisen gibt. Wieder mal. An Gott zu glauben. Schien, als würden die Leute ihn mögen. Was hat er denn? Wer auch immer ihn umgebracht hat, muss ziemlich stark gewesen sein. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der einen Auftrag so wirklich von Wasser gewesen sein. Ich dachte, ich könnte ihn trauen. Ich wünschte, jemand würde sich die Arschlöcher vorknöpfen, die unser Wasser sabotiert haben. Überhaupt.
gehe, muss ich zuerst entschuldigen. Das ist so ziemlich die Einzige. Weißt du schon, was du dieses Jahr mit dem Getreide anstellst? Ey, du bist ein verdammter Held, weißt du das? Das wird dir leid. Zurück. Es wird wieder wie bei der Villa der Music Review. Verschwinde, Kind! Sehr Banditen und eine Menge Leichen, Sophie. Das tut mir leid. Und Peter! Das
die Schweine uns hintergehen würden. Ich hab was für dich. Die Wichser-Elben. Mach sie alle kalt. Bist du bereit? Geschafft. Keine Überlebenden. Diese Bestien. Finde die Kristalle. Susie hatte sie. Susie? Karl. Sie haben Karl. Was? Wo? In ihrem Lager. Wir müssen... Susie? Susie, wo sind die Kristalle? Susie? Sophie, ich habe Susie gefunden. Sie ist tot. Ich kann es nicht fassen. Zuerst Birdie, jetzt sie. Verdammt. Verdammt, verdammt! Du hättest nichts tun können. Nein. Außer, dass ich sie dahin geschickt habe. Joes Leute haben Karl entführt. Und ich sehe die Kristalle nicht. Fuck! Shit! Ah, verdammter! Was? Ein Unhold. Ein riesiger, hässlicher Bastard. Erst langsam. Aber sei vorsichtig. Durchsuch die anderen Leichen, Aiden. Vielleicht sind die Kristalle ja noch da. Sophie, die haben alles mitgenommen. Wahrscheinlich bevor du da warst. Alles ist schiefgelaufen. Also gut, jetzt gehen wir in die Offensive. Treffen wir uns am Lagerplatz von Jack und Joe auf dem Dach bei der Überführung. Wir gehen Karl holen und unsere Kristalle. Jack und Joe werden für diesen Scheiß bezahlen. Okay.
Doktor am Leben, Mann? Scheiße, ich werd sentimental. Das habe ich seit meiner dritten Scheidung nicht mehr gesagt. Das ehrt mich, aber mach dir keine Hoffnung. Bin nicht so der Typ für die Ehe. Was über den Mord am Commander herausgefunden? Sophies Bruder hat etwas über Lukas Tod erwähnt. Mehr nicht bisher. Jetzt gibt es ein größeres Problem. Die Banditen, die du erwähnt hast, haben Karl als Geisel genommen. Ah, Scheiße. Genau. Ich helfe Sophie, ihn zu befreien. Gut. Verschaff dir ihr Vertrauen. Vielleicht finden wir so raus, was sie wissen. Pass auf dich auf. Vielleicht werden sie misstrauisch. Aber wenn du das hinkriegst, lässt uns Ato ins Zentrum. Jack und Joe sind einfach nur hinterhältige Mistkerle. Hallo, Herman. Wo ist Sophie? Warum warst du nicht bei der Mission? Deine Freunde hätten dich gebraucht. Okay. Das heißt wohl, ich soll hier warten. Werden dafür zahlen, was sie getan haben. Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl dabei. Ich wusste, Karls Plan ist scheiße. Und trotzdem habe ich ihm die Führung überlassen. Warum war Herman nicht mit bei der Mission? Gegen den Kerl hätten die keine Chance gehabt. Er? Er ist stark, aber hilflos wie ein Kind. Ein verdammt großes Kind. Du verstehst das nicht. Herman ist fast taub. Er war früher der Leibwächter meiner Mutter. War schon immer da, soweit ich mich erinnern kann. Nachdem sie gestorben war, blieb er in unserer Nähe. Einmal ging das Licht in meiner Unterkunft aus. Die Infizierten brachen durch ein Fenster. Herman versperrte den Weg und warf eine Granate auf einen Infizierten in der Nähe. Er überlebte die Explosion, aber verlor sein Gehör. In einem Kampf Mann gegen Mann ist er beinahe unbesiegbar. Aber wenn er von hinten überrascht wird, ist er so verwundbar wie ein Kind. Eine Wahnsinnskombination, vor allem für ihn. Deshalb bevorzuge ich es, ihn im Auge zu behalten. Manchmal frage ich mich, ob er auf mich aufpasst oder ich auf ihn. Du denkst, Jack und Joe könnten etwas mit dem Mord an Lukas zu tun haben? Joe vielleicht. Er ist ein totaler Psycho. Und ein Dieb. Er wusste, die Peacekeeper hängen ihn, wenn sie ihn erwischen. Aber Jack hätte das nicht zugelassen. Ist zwar ein Feigling, aber er denkt rational.
Mach dir keine Vorwürfe. Es hätte viel schlimmer kommen können. Wenn ich auf mich gehört hätte, hätten wir jetzt Wasser und mehr von unseren Leuten wären am Leben. Du hast getan, was du tun musstest. Du hast getan, was Karl wollte. Ja, aber ich lasse nicht zu, dass er den Basar ins Verderben führt. Verstehe. Und wie lautet der Plan? Von nun an folge ich meinem Bauchgefühl. Unter meiner Führung wird sowas nicht nochmal passieren. Wenn du dich ein bisschen mehr beeilt hättest, wären vielleicht noch mehr unserer Leute am Leben. Ich dachte, ein Pilger wie du kann rennen wie eine verfickte Gazelle. Barney, halt den Mund! Was? Hätten wir ihnen rechtzeitig geholfen, würden wir jetzt Party machen und keine Trauerfeier. Falls du deine Meinung änderst. Er kann echt nerven. Aber eines Tages werden wir etwas Gutes für diese Stadt tun. Birdie, auf dich! Du und Birdie, ihr standet euch nah, oder? Er versuchte sich als Dichter, zeigte mir immer seine Werke und sagte, die anderen wären zu dumm, um sie zu verstehen. Hab ihm nie gesagt, wie schlecht sie waren. Er war ein guter Junge. Ich nahm ihn in die Gruppe auf, nachdem er in einer Dark Zone seinen Vater verloren hatte. Er war 10 Jahre alt. Ja, das ist ziemlich jung. Zu jung, aber er hatte sonst niemanden. Also nahm ich ihn auf. Wenn du es schaffst, diese Banditen zu erledigen, ne? Jack Arsch und Joe Loch. Glaubst du, die Herren Arsch und Loch umzulegen, wird irgendwas ändern? Der Tod ändert normalerweise schon etwas im Leben eines Menschen. Karl hatte Unrecht. Wir hätten sie gleich verfolgen sollen. Aber Recht oder Unrecht, wir müssen ihm helfen. Er ist einer von uns. Wir retten ihn und beschaffen die Kristalle von Jack und... Außerdem werde ich sie nicht mit dem Mord an meinen Leuten davonkommen lassen. Ralph, Susie, Logan, Birdie, sie verdienen Rache. Und Jack und Joe ein Todesurteil. Also werden sie sterben. Dein Funkgerät. Rauscht manchmal. Geh zu Alberto. Er kann solche Sachen sofort reparieren. Danke. Aether hier. Hauen Sie ab, aber sorgen Sie dafür, dass Sie niemand sieht. Ihr zwei gebt ein hübsches Paar ab, Aiden. Ich bin auf dem Dach in der Nähe. Wir müssen reden. Jetzt. Es geht um Ihr Leben. Ich reiß denen die Kehle raus. Ich schwöre. Ich schlitz sie auf. Ganz langsam. Stück für Stück. Für Ralph?